Servus Leute, haut in die Fresse, bis die Zähne purzeln. Es ist mit Dienstagmorgen. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier krank zu Hause rumsitze, mache ich mal noch ein kleines Video über perfektes Leveln, besser gesagt Farmen. Also, ich erkläre euch heute, wie man am besten, also durch die Quest Schmetterlinge fangen oder Wach und Fleisch hier. Schwierige Vorratssituation heißt die Quest. Seine Sekundärklasse, seine Drittklasse in dem Fall auf dem Server, seine 4, 5 und die 6. Klasse auch noch hochkriegt, dazu aber später mehr. Man macht sich als erstes, wenn man die Schmetterlinge macht, besorgt man sich ein paar Kumpels oder, jetzt kommt's, man stellt sich eine Raid mit dem Auto-Invite. Dies ist ein nützliches Add-on, das heißt, hier Come On In heißt es, das kriegt ihr auf curse.com, das haue ich euch noch in die Beschreibung rein, da kriegt ihr nämlich das Add-on. Da geht er hier drauf. Also, das mache ich, während die anderen mir es helfen, weil ich bin ja unequipped. Ich habe nur das 70er und 75er Stuff an. Hier, Einstellungen. Das, so sieht das Come On In aus. Richtig hässliche Schrift. Da könnt ihr hier einstellen Gruppen-Raid, so wie du die Gruppe nennen willst. Dann Stichworte Invite. Das ist dann praktisch, und das zeige ich euch gleich, wie man das macht. Das andere, das ist jetzt erstmal Wayne Train. Siehst du, da bin ich auch schon fertig. Dann müsst ihr einfach auf Zone-Chat Party schaut und dann bam. Postet er das. Auto-Invite, Stichwort Inf. Dann musst du einfach Inf in den Zone-Chat posten. Steht dran, wie viel noch Platz ist und dann werden die automatisch invited. Du musst nicht jeden einzeln anklicken. Gut, wenn ihr das gemacht habt und die Leute euch den Schmetterlinge 5 geklatscht habt, drückt ihr auf das Todesmakro. Ja, das Todesmakro ist dafür auch noch super wichtig. Das zeige ich euch jetzt sofort, wenn ich wieder auferstanden bin. Nämlich das Todesmakro macht, dass er einfach wieder nicht zurückrennen müsst, sondern gleich wieder neben dem Questabgeber spawnt. So, das ist sind eins von vielen Makros, das haben wir nämlich schon erklärt, aber da welche gefragt haben, wie das Todesmakro wirklich geht, werde ich es euch auch noch in die Beschreibung reinposten. Das war ein älteres Video, ja, ich schaue immer noch mal wieder auf die alten Kommentare zurück. Das ist alles tipptopp. So, also, ich sag's euch jetzt einmal vor, wird euch nichts bringen, aber trotzdem. Also, das Makro heißt slash script set camera position, Klammer auf 20.000, 2.000, 35.000, Klammer zu. Das ist alles, dann seht ihr das wie gerade eben. Passiert so ein komischer Screen und ihr stirbt einfach und kriegt keine Erfahrungsschulden. Vorausgesetzt, ihr seid nicht im Kampf, weil wenn ihr im Kampf seid und das macht, kriegt ihr trotzdem ganz normal EP und TP Schulden. Jo. Das muss man beachten, weil das habe ich am Anfang nicht und deswegen, jo, farmt man sich so auch seine Erfahrungsschulden. Als nächstes würde ich das Thema Wach und Fleisch ansprechen, wie man sich das am besten farmt. Die beste Farmmöglichkeit, also das ist kein Scherz, die beste Farmmöglichkeit ist wirklich ein Bot. Aber Bots sind verboten, behindert und versauern uns normalen, ganz normalen Spielern einfach das Spiel, weil sie immer da 24 Stunden ihre Linien laufen, ihr Wach und Fleisch farmen, dann für Dias verkaufen. Nervt mich voll und ganz, deswegen melde ich auch jeden Botter. Und wenn mal kein Botter da ist, das ist nämlich auch richtig behindert, scheiße, Kupfergärtner gepult, auch nochmal Glückssache, dass du da keinen Botter findest, läuft man einfach seine Bahnen und haut einfach die Wachen, die einfach die Hunde um und dann braucht man, um es noch schneller zu gehen, holt man sich einfach Ludomatic. Das ist auch ein Add-on, das ist hier Ludomatic versus Version 1.4.0. Da kann man hier auf Ubala, das ist, boah, ich habe so viele Add-ons, Quest-Fortschritt anzeigen. Dann drückt man hier einfach auf Ludomatic. Kann hier Einstellungen drücken, da kann man wirklich jeden Scheiß einstellen, aber das ist gar nicht so wichtig. Nämlich, ihr geht da einfach hier einfach drauf, dann könnt ihr hier Würfeln aktivieren. Und wenn ihr bei einem Boss seid oder halt dementsprechend hier, drückt ihr einfach auf Normal. Autoloot. Würfeln nicht, war beim Falschen. Ja, hier Autoloot allgemein, da lootet dir das ganze Wachenfleisch einfach raus. Du musst einfach bloß drüber laufen, dann lootet dir das ganze Ding einfach leer. Das ist eine super Sache. Wenn ihr dann auch noch ein paar Rucksäcke freigeschaltet habt, könnt ihr auch noch eine richtig lange Zeit da das farmen und geht richtig schnell. Vorausgesetzt, es sind keine Botte unterwegs. Jo. Das ist eigentlich jetzt so meine Tipps zum
Botten, was ist denn los mit mir am Morgen? Ja, bin gerade erst aufgestanden. Zum Farmen und auch zum schnellen Questen bei Dailies. Ich weiß nicht, wie ich das Video nennen soll eigentlich. Stelle ich mal wahrscheinlich irgendwie sowas in Richtung Dailies oder schnelles Questen oder sowas oder ein bisschen. Das ist so ein Gemischmasch, so ein bisschen aus Add-ons Gefasel und oh, da geht gerade einer drauf. Jo, hier unten seht ihr auch noch ein wichtiges Add-on von mir. Nämlich als Fick die Wand, als praktisch sekundärer Off-Heiler, sagen wir es so, brauche ich natürlich auch noch Crit Clicket, das ist auch noch ein Add-on. Ich habe mein ganzes alles vollgepackt mit Add-ons, scheiße, der geht gleich drauf. Wieso kriege ich jetzt die Aqua, Alter, du Pissgesicht? Mach einen Down, wenn ich dich heile. Ah ja, siehst du mal, das ist einfach das. Du kannst bei Crit Clicket, oh Gottes Wille, ist ein Crit, was sind das? Spanier. Könnt ihr einfach einstellen, auf das seht ihr so kleine Balken. Also da drückt, könnt ihr einstellen, dass er die linke Maustaste, zum Beispiel jetzt Schnellheilung ist, dann drückt er einfach mit der linken Maustaste auf den Namen von der Gruppe. Blub. Und der wird Schnellheilung gecastet. Dann könnt ihr auch noch die rechte Maustaste legen, dass da regenerieren ist. Zack, macht er das auch noch. Und dann könnt ihr eine Kombination zum Beispiel aus Shift und Linksklick auf den Namen da unten machen. Dann ist es Dings. Den muss ich noch kurz heilen. Lol. Ach so, da. Dann ist es zum Beispiel ein Buff, der wirklich nur auf ein Single-Target geht. Und deswegen das halt im Crit-Clicket-Verzeichnis auch noch relativ gut dann ist. Also nicht so Gruppen-Buffs, das lohnt sich natürlich nicht. Aber zum Beispiel jetzt magische Essenz bei mir. Wenn das noch ein Magier in der Gruppe ist und das nicht hat, dann kann ich das trotzdem mit so einer bisschen kleinen Tastenkombination, zum Beispiel Shift, Linksklick, auf diesen Button da unten machen. Und dann hat man das prima auch schon. Dann kann man die ganzen Gruppen dann Mitglieder damit problemlos durchbuffen. Finde ich nice. Ich mache wahrscheinlich noch so ein extra Video zu meinem Equip und zu meinen Add-ons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch oder auch nicht. Kommentare, freue ich mich immer drüber. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.